Mann, fast gekotzt. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, mal wieder unterwegs, und zwar hat man mir irgendwie gebeichtet, sage ich mal. Ein Kumpel von mir hat gesagt, ey Digga, deine Begrüßung ist echt eklig, hört sich ein bisschen an wie Commander Krieger. Da dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, also versuche ich jetzt gleich mal eine neue Begrüßung. So, und bevor das Video überhaupt anfängt, weil ich habe absolut noch kein Thema, möchte ich nochmal kurz fragen, ob ihr Bock hättet, so eine Art FAQ zu machen, vielleicht ein bisschen kleiner gehalten. Und zwar hätte ich da eigentlich mal mega Lust drauf, ich weiß gar nicht, ob wir noch zu wenige sind, aber so wie ihr abgegangen seid beim letzten Video, 85 Likes, wäre es echt mal nice, wenn jeder, der jetzt mal liken würde oder das sieht, einfach mal irgendeine Scheiße in die Kommentare schreibt, ob das jetzt ein schlechter Witz ist, eine Frage an mich, einfach mal irgendwas reinschreiben, weil ich habe echt mal Bock, sowas mit den Zuschauern zu machen und einfach mal so, damit ihr wisst, so wer, was für ein Hur, ich meine, was für ein toller Typ ich bin und ja, never mind. Eigentlich müsstet ihr jetzt gerade ein Live-Commentary mit dem Apocalypto Double sehen, by the way. Der Link ist in der Videobeschreibung, ist echt ein korrekter Dude, aber ja, was passiert, das seht ihr mal selber. Ich blende euch mal ein paar Ausschnitte ein aus unseren, sag ich mal, 1 bis 2 Stunden Gaming-Session. Was? Der mit der Bratschi, Digga, tötet mich einfach auf der schnellste Streak meines Lebens. Er sitzt im Spawn. Ich hab für dich die Hoffnung aufgegeben, Digga. Bitte auf zu zocken. Ey, der mit der Bratschi tötet mich noch einmal und ich finde dich in echt und will ein Autogramm von dir. Digga, jetzt... Und ich muss kurz einen traurigen Smiley einblenden. Jetzt geht's. Ey, jetzt kommt er wieder mit einer Bratschi, aber langsam... Ich glaube, es hackt. Ja, ja, wenn Wanda halt hier hochpatcht und dann gibt's hier aber ein Dual-Commentary mit dem. Also. Digga, was spielt denn jeder die Bratschi? Oh mein Gott, du hast absolut kassiert. Sonst sehe ich nie Bratschi. Ja, du campst halt da oben, Darkkiller 1469. Ich hatte gar nichts, glaube ich. Ich bin kurz vorm Weinen. Ich bin richtig am Verzweifeln, Mann. Ich hatte gar nichts, glaube ich. Ich bin kurz vorm Weinen. Ich bin richtig am Verzweifeln, Mann. Ja, und wie ihr seht, ist daraus absolut nichts geworden und deswegen sitze ich hier vor meinem PC und mache einen Free zu dem Style, zu dem Commentary, richtig cool gesagt, an dieser Stelle von mir auf jeden Fall. Und bevor ich mit den Infos loslege, möchte ich echt mich einmal kurz auskotzen, ja, also kurz, warte. Schwarz-Weiß-Modus, Auskotz-Modus activated. So Leute, ich bin auf Facebook unterwegs gewesen, hat mir nichts Böses gesagt, die ganzen 14-jährigen Kinder, die schreiben, ich suche ein Competitive Team, habe schon 2,5 Jahre Competitive Erfahrung, dann denke ich mir nur, was für eine Competitive Erfahrung, Digga, du bist 14, Ja, und jetzt, wo wir auch fertig sind mit dem Shit, wollte ich nur kurz ansprechen, dass, wie gesagt, erstens, ihr die fucking Kommentare voll spammen müsst mit Fragen an mich. Das wird mich mega freuen. Zweitens, bitte, Leute, ich weiß, Kommentare schreiben ist schon ein bisschen viel, aber bitte schreibt auch noch ein Thema, worüber ich reden kann. Ich werde über alles reden, wozu ich mir eine eigene Meinung bilden kann. Also schreibt mal irgendwie, keine Ahnung, wozu ich mich auskotzen soll, ihr wisst schon, wen ich meine, oder keine Ahnung. Stellt mir Fragen, zum Beispiel, wie mache ich meine Videos, könnt ihr mit mir zocken, da gibt es so viele Fragen, Leute. Das würde mich echt freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten gebt einfach mal ein Like auf dem Video, würde mich wieder mega, mega freuen. Und das war nur mehr so ein Informationsvideo gerade, was ich hier so mache. Aber ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem unterhalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Woche müssten 2 Videos kommen, ich weiß nicht, was für welche, aber ich denke mal, irgendwas mit Live wird da bestimmt dabei sein oder so. Und ich hoffe echt, dass ihr, also, ne, dass ihr aktiv bleibt, das macht mich nämlich mega happy und ansonsten haut rein. Wir sehen uns. Peace out. Und es haben mich sehr viele gefragt, wie das so aussieht und wie lange es dauert, ein Video zu machen. Also ich kann dann, wenn ihr wollt, näher drauf eingehen irgendwann mal, aber es dauert so circa 2,5 Stunden und hier ist ein Bild davon, wie es zum Schluss aussieht für dieses Video. Also haut rein, wir sehen uns. Haut rein. Ey.